Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Prey. Ich bin der Lutz. Wir sind hier bei einem kleinen Event und zwar The Breach. Oder ich denke mal auf Deutsch heißt es doch die Lücke, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich habe das bisher noch nicht auf Deutsch gespielt. Das letzte Mal, als ich The Breach gemacht habe, das war zu Season 8. Das ist schon ewig her. Und ja, ich gebe zu, das Event hier ist ein bisschen lala für mich, weil The Breach ist ein wenig langatmig, aber definitiv sehr viel abwechslungsreicher als das Mirror Event, weil das Mirror Event, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin nebenbei eingeschlafen. Immer zu bloß, aktiviere den Satelliten, mach die Schiffe kaputt, schließe den Spalt, aktiviere wieder den Satelliten, das hier doch schon ein wenig abwechslungsreicher. Aber auch das hier dauert halt ein wenig länger. Ich lobe mir das kristalline Event. Das kristalline Event ist wunderbar. Ja, erwartet jetzt hier bitte kein Pro-Gamer-Gameplay. Ich muss ganz ehrlich sagen... Oh, wir haben Neckwar dabei. Ich habe das jetzt gerade für ein NPC-Schiff gehalten. WTF. Breach ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfavoriten bei den STFs. Ich weiß nicht hundertprozentig, was man hier machen muss. Hier, das Erste ist klar, wir müssen hier diese Höhenpunkte kaputt machen, damit wir dann hier uns selber Plasma-Lecks schaffen, die uns vernichten können. Dann müssen wir gleich hier so eine Kreuzung oder was auch immer das hier ist, kaputt machen. Ach, das ist ein... Generator für die strukturelle Integrität. Alles klar, ja. Jetzt macht das Sinn, was wir hier kaputt machen. Ja, wir wollen ja in dieses riesige Schiff oder vielleicht könnte man das Ding auch als mobile Basis bezeichnen. Wir wollen auf jeden Fall in dieses Ding hier eindringen und dementsprechend müssen wir halt hier diese Höhenpunkte kaputt machen und das Feld der strukturellen Integrität schwächen. An sich ist das ja eigentlich schon eine schöne STF, aber es ist halt, ich mag STFs nicht so gerne, die so lange gehen. Ja, wie ihr seht, ich fliege hier ein Experiment. Achso, das ist so ein Schattending von Simitar, alles klar. Ich fliege hier ein experimentelles Schiff und zwar frisch am Donnerstag eingeflogen, meine neue Odyssee. Ich bin noch am Testen und Graben und Machen. Bisher gefällt sie mir recht gut. Ich habe mich eigentlich immer konsequent geweigert, eine Odyssee zu fliegen. Weil ich das Design jetzt nicht so toll fand. Und ich habe immer eigentlich so gedacht, naja, ich will offen sein, die Fähigkeiten des Dings sind zusammengeklaut. Das habe ich früher jedenfalls immer gedacht. Aber über die Jahre habe ich mich irgendwann an das Design gewöhnt und habe mich geärgert, dass ich die mir nie geholt habe. Und dann habe ich mir halt am Donnerstag dann doch mal die Odyssee geholt. Ich habe mich geärgert, weil als die neue Odyssee rauskam, war sie ja etwas billiger. Aber da habe ich halt zu lange überlegt, ne? Gelegenheit verpasst. Und ich ärgere mich jetzt doppelt und dreifach, aber egal. Ja, ich mochte tatsächlich die Odyssee nicht, als sie rausgekommen ist. Weil ich meine, die Konsolen fand ich nicht berühmt. Bis auf die Aquarius, das kleine, die kleine Eskorte, die Odyssey ja hinten drin hat. Ja, aber diese Chevron Separation, also Untertastenabtrennung, fand ich jetzt nicht so besonders. Und dann das mit den Workbees bei der Tier 5 Variante, muss ich mal dazu sagen. Ja, das fand ich auch immer so ein bisschen hohl. Ja, jetzt gehen wir erstmal auf die Unterseite dieses riesigen Dinges hier. Wir müssen jetzt hier ein Loch in die Hülle sprengen, deswegen The Breach, die Lücke. Weil wir hier einen Höhenbruch erzeugen. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Worf umbringen. Ja, wir sind schon ziemliche Arschlöcher hier im Spiel. Deswegen macht der Volturan Empire Charakter so viel Spaß. Das wollte ich sagen. Ja, die Tier 6 Variante. Wenn ihr jetzt die Tier 5U Variante habt, würde ich echt schätzen, dass ihr jetzt nicht unbedingt euch die neue holen solltet. Aber es war das einzige der drei Flaggschiffe, das ich noch nicht hatte.
Und da habe ich mir dann halt die moderne Tier 6 geholt, ne? Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, ich fliege das Ding erst seit Donnerstag. Und ja, es ist halt, also das hier ist ein 60% Bild, würde ich jetzt mal schätzen. So, der fliegt nach hinten, gut, dann machen wir hier vorne die Hangars zu. Ja, das weiß ich halt. Bis hierhin ist ja alles noch okay, wir müssen hier die Hangars zumachen irgendwie. Können wir da jetzt bitte mal ran? Danke. Da muss man aber wirklich mit kuscheln, damit man die Dinger zumachen kann. Ja, wir müssen die Hangartore hier schließen. Da hinten sind zwei Hangars mit Föderationsraumschiffen. Ich hoffe, er rettet die. Ja, die Scimitar ist ein bisschen schneller als meine Odi. Mal sehen, ob ich hinkomme zum zweiten Föderationsraumschiff da. Ja, ja. Komm schon. Wartet mal, lass uns mal die Wut provozieren. Ich habe hier einen schönen kleinen Momentum-Trade. Jawohl. Ha! Haben wir gerettet. Alle vier Hangar-Tore sind zu. Ja, scheint beinahe so, als hätten wir ein Team, das weiß, was es tut. Soll ja nicht oft vorkommen. Aber wenn es vorkommt, dann würdige ich es. Mein Gott. Ja, ich mache das nicht mit DPS-Team oder sowas. Das mache ich eigentlich so gut wie nie bei Events. Hier ein DPS-Team zusammenkratzen. Ich gehe in die normale Variante und fehle einfach. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Aber gut, wenn man dann halt 14 Tage lang rumfailt, dann kriegt man richtig fett Delizium und Marken. Und das will ich unbedingt ausnutzen, weil ich brauche dringend Marken. Vor allen Dingen Tyrann-Marken, damit ich bei jedem das Repute durchziehen kann, weil ich weigere mich konsequent in die Dings zu gehen. Sag mal schnell in die Battle Zone bei den Badlands. Und Counterpoint ist auch so eine STF, wo ich sage, langatmig. Ja, ich weiß, ich bin hochkompliziert. Ja, und die Ground STF habe ich noch nie probiert. Soll aber auch scheiße schwer sein. Ja, demnach habe ich mich auf so ein Event gefreut, um Tyrann-Marken zu fahren. Ja, es ist ein bisschen laggy. Und es ist buggy. Wisst ihr, in wie viele unsichtbare Wände ich hier schon reingeflogen bin? Das ist sagenhaft. Vor allen Dingen hier bei diesen Toren. Ihr müsst da extrem aufpassen. Da habe ich schon öfters meine unsichtbare Wand geknutscht. Gut, da haben wir das nächste Föderationsraumschiff, was wir retten müssen. Ach, diese scheiß Traktorstrahlsendenteile da. Ich hasse euch. So, einmal. Rettungsteam und zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was wollte ich gerade sagen? Gucken wir mal da hinten. Ich glaube, die könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Das Schiff ist allerdings gerettet. Oh, ist ein Federation Cruiser. Ich dachte schon, es war eine Dynam-Klasse. Ich hatte bisher leider Pech. Meine Lieblingsschiffe kommen hier bei diesen Föderationsraumschiffen, die man retten muss, etwas zu kurz. Ich hatte bisher nur eine Galaxy. Und wenn, dann hatte ich immer bloß Polaris-Klassen, keine Luna-Klassen. Schade. Warum texte ich euch mit dem Scheiß zu? What the fuck? So, wollen wir uns hier mal um den Vote Dreadnought kümmern. Und bei dem Ding kenne ich nichts, da haue ich alles rein, was ich habe. Au. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Vote sind einer der für mich härteren Gegner. Vom Delta Quadranten her wollte ich jetzt gerade sagen, es war auch ein bisschen falsch, aber. Nein, das wollte ich eigentlich sagen. Ich finde, die Wortfähigkeiten sind sehr, sehr heimtückisch. Gerade hier, wer ist das Citadellenschiff? Ja. Das hat so ein Schutzschild, was einen übelsten Feedback-Impuls geben kann. Das hat so eigentlich keine andere Rasse, solche Schutzschilde, die einen, wie will man das nennen? Es ist ja nicht direkt ein Feedback-Puls, es ist ja mehr so eine Feedback-Lanze fast. Die hat mir schon öfters das Schiff zerfetzt. Mittlerweile nicht mehr so sehr, weil mittlerweile auch schon die Wurten alter Hut sind, aber ich muss sagen, die Wurt als Gegner waren eigentlich immer einer meiner Lieblingsgegner. Weil die eben heimtückisch sind ohne Ende.
Und deswegen bin ich auch bis heute so enttäuscht von den Iconians, weil die hatten jetzt nichts Großartiges drauf, was man nicht irgendwo instant blocken kann. Ah, seht ihr? Ich wollte jetzt hier schnell um den Generator drumherum fliegen und dann noch das Föderationsraumschiff da hinten retten. Und dann aktivieren die hier ihre Fähigkeiten. Ich bin total lahmgelegt. Komm schon, meine Schöne. Flieg rum. Scheint beinahe so, als müssen wir uns jetzt nicht... Jetzt müssen wir uns jetzt nicht so sehr beeilen, weil Team ist da. Ich habe mal ein gutes Team erwischt. Aber jetzt kommen wir halt dazu und jetzt bin ich blind, sozusagen. Ich weiß halt, wir müssen die Föderationsraumschiffe retten, ist klar. Da hinten steckt wohl einer noch in Schwierigkeiten. Ja, wir müssen jetzt halt die Föderationsraumschiffe hier retten. Und dann müssen wir hier diese Generatoren aufmachen. Und da drinnen sind dann riesige Dilithium, vielleicht auch Dekadithium-Kristalle. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ja, und diese Kristalle schaltet man halt in einer Reihenfolge aus, habe ich so das Gefühl. Vorhin schrieb einer ganz aufgeregt, dass wir Idioten immer zu die Kristalle mit einem Fragezeichen kaputt machen. Anscheinend darf man die Kristalle mit Fragezeichen nicht kaputt machen. Ich weiß es halt nicht so genau. Weil wenn man sich jetzt eigentlich... Ja, ich würde gerade sagen, wenn man sich jetzt halt beeilt, schafft man es trotzdem irgendwie. Ich blicke hier nicht durch. Ich hätte mir vielleicht mal auf Reddit diesen einen Thread angucken sollen, wo die Regeln von dieser SDF drin stehen. Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen. So, jetzt sollte man hier eigentlich nicht drauf feuern, aber ich kenne ja die Random-Typen. Jawohl. Die Neck war draufgeballert. So. Also auf Deutsch ist es relativ... Wenn ihr mit Randoms unterwegs seid, ist es also relativ irrelevant. Wegen dieser Reihenfolge. Nichtsdestotrotz würde mich die Reihenfolge, wie man diese Dekalithium-Teile kaputt macht, eigentlich wirklich mal interessieren. Was man hier genau machen muss. So, dann lass uns jetzt hier diesen Kristall zerprügeln. Wollen wir hoffen, dass es jetzt klappt. Also, das neue... Oh, jetzt bin ich tot. Es ist das Einzige, was ich an der SDF richtig... Anders. Das finde ich richtig geil an der SDF, dass diese Dinger hier einen zerquetschen können. Dass da Cryptic ein bisschen an Realismus gedacht hat. Habe ich einfach durch meinen Wurmgebruch den Kristall zersegelt? Zersegelt, genau. Zersäbelt, würde ich eigentlich sagen. Cool. So, jetzt müssen wir halt diesen letzten Kristall da noch kaputt machen. Und hoffen, dass das klappt. Jetzt bin ich mal so frei und mache die Luki auf. Aber auch diese Röhre ist ein bisschen buggy, wenn die... ich hatte das vorhin. Da ist die zugegangen und ich war eigentlich außen an der Röhre dran und bin gegengeflogen und sofort explodiert. Also dieser Effekt, dass man zerquetscht wird, ist ein klein wenig buggy. So, jetzt haben wir das hier kaputt machen. Das ist es halt. Die anderen haben jetzt immer auf das mit dem, auf die Dilithium-Kristalle mit dem Fragezeichen geschossen. Aber man schafft es ja trotzdem irgendwie. Ist das wichtig für ein Optional vielleicht? Wie gesagt, ich weiß es halt nicht so recht. Weil an der Stelle blicke ich nicht so richtig durch. So, da haben wir jetzt unseren riesigen Power Crystal. Central Power Nexus. Heilige Scheiße. Das Ding muss wichtig sein. Es hat einen wichtigen Namen. Wie offensichtlich, Lutz. Du hast jetzt die letzten 20 Minuten darauf hingearbeitet, das Ding hier kaputt zu machen. So, dann haben wir wieder alles rein. Oh, ich hasse es. Mit einem trägen Schiff habe ich hier immer so ein bisschen Probleme. Oder mit einem trägeren Schiff. Den Kristall dran zu bleiben. Dieser riesigen Schutzschild hier kann man nämlich nicht durchdringen. Das ist jetzt echt die Frage, warum die Vought nicht hier an die beiden anderen Seiten auch noch so ein Schutzschild dran geklatscht haben. Aber gut. Würde ich mal sagen, nennt sich Konstruktionsfehler. Radisch.
Kaboom. Nochmal kradisch. So, und jetzt müssen wir da nur noch rausfliegen. Und dann hat sich das gegessen, das Thema. Fällt gerade was Merkwürdiges auf. Ich glaube, OBS ist gerade abgestürzt bei mir. Ich hoffe, er nimmt noch auf. Der steht nämlich bei 5 Minuten 40 fest. Naja. Wollen wir hoffen, dass wir das jetzt überleben. Ja, es ist halt wichtig, dass alle 5 Spieler hier rauskommen. Und das war's dann auch schon mit The Breach. Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingsevent ist und bleibt die Kristalline. Das ist simpel, das geht schnell. The Breach ist definitiv auf Platz 2 von diesen STF-Events. Es ist relativ lang, aber dafür abwechslungsreich. Und definitiv auf dem letzten Platz ist bei mir Mirror, weil Mirror ist langatmig und langweilig. Muss ich echt mal so sagen. Nein, aber es freut mich, dass man aus The Breach ein Event gemacht hat. Freut mich wirklich. Ja, dann lassen wir jetzt mal die Wut vor sich hinsterben. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und mein kleinen Spoiler darauf, auf was ihr euch noch freuen könnt, und zwar auf die Endversion dieses Schiffes. Gut, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Schausen.